Nun möchte ich die Geschichte einer Schwester mit euch teilen, die in Saudi-Arabien lebt. Diese Geschichte wird von Sheikh Abdul Muhsin al-Ahmad berichtet. Dieser Tag war ein besonderer Tag für sie. Ein Tag, den man wohl kaum vergisst. Es war ihr Hochzeitstag. Nachdem sie das Maghrib-Gebet verrichtet hatte, fing sie an, sich zu schminken. Voller Vorfreude und Aufregung zog sie ihr wunderschönes weißes Kleid über und bereitete sich auf ihre Hochzeitsfeier vor. Und plötzlich, mitten in den Vorbereitungen, hörte sie den Adhan für das Isha-Gebet. Sie realisierte, dass sie kein Wudu mehr hatte. Stelle dir diesen Moment vor, liebe Schwester. Es ist dein Hochzeitstag. Und normalerweise betest du auch. Aber nun prüft dich Allah. Er bringt dich in eine Situation, in der er dich vor die Wahl stellt. Gehst du hier einen Kompromiss ein oder bist du deinem Herrn gegenüber treu? Sie sagte zu ihrer Mutter, Mama, ich muss Wudu machen und das Aisha-Gebet verrichten. Ihre Mutter war außer sich. Bist du verrückt geworden? Die Gäste warten auf dich, um dich zu begrüßen und dich zu sehen. Was ist mit deinem Make-up? Das Wasser wird alles verschmieren. Jetzt hör zu, was ihre Mutter sagte. Ich bin deine Mutter und befehle dir, dein Gebet jetzt nicht zu verrichten. Wallahi, wenn du jetzt Wudu machst, werde ich wütend auf dich sein. Subhanallah. Allah stellt diese Schwester vor die Wahl. Das Gebet oder die Schminke. Ihre Mutter redete in ihr Gewissen ein. Sich für so einen Anlass vorzubereiten, ist zeitaufwendig. Dann, mitten in der Hochzeit, merkst du, es ist Zeit für das Gebet. Du musst dich abschminken und dann vielleicht neu schminken. Eine große Prüfung als Frau. Und jetzt hört euch die Antwort dieser Schwester an. Wallahi, Mutter, ich werde nicht von hier weggehen, bis ich mein Gebet verrichtet habe. Mutter, du musst wissen, die Gehorsamkeit gegenüber einem Menschen darf nicht dazu führen, Allah gegenüber ungehorsam zu sein. Ihre Mutter sagte, was sollen unsere Gäste über dich sagen, wenn sie dich ungeschminkt auf deiner Hochzeit sehen? Du wirst nicht schön in ihren Augen sein und sie werden sich über dich lustig machen. Ist es nicht in erster Linie Allah subhanahu wa ta'ala, den wir gehorchen müssen? Dessen Gebote und Verbote wir folgen müssen? Aber nein, heutzutage machen sich unsere Mütter, Tanten, Schwestern, Familien Gedanken darüber, was andere Leute denken. An Yawm al-Qiyam wird jeder mit seinen eigenen Problemen beschäftigt sein. An diesem Tag wird sich niemand für dich interessieren. Die Tochter fragte ihre Mutter mit einem Lächeln, machst du dir Sorgen, dass ich in den Augen der Menschen nicht gut aussehen werde? Was ist mit meinem Schöpfer? Wenn ich mein Gebet nicht verrichte, dann werde ich bei Allah nicht gut aussehen. Die Gehorsamkeit gegenüber den Eltern stellt eine Pflicht dar. Die Gehorsamkeit gegenüber deinem Imam stellt eine Pflicht dar. Allerdings hat der Islam die blinde Gehorsamkeit verboten. Wenn dich also jemand dazu aufruft, etwas zu tun, was Allah verboten hat, dann darfst du ihm darin keine Gehorsamkeit leisten, egal wer das ist.